von der Schulpflicht angefangen, die eigentlich gilt. Normalerweise werden Eltern verhaftet, wenn die Kinder eine Woche nicht zur Schule kommen. Und da wird das Jugendamt aktiv. Sie bekommen eine Geldstrafe von einem Credit wegen Verstoßes gegen das verbale Moralitätsstatut. Die Gewerbefreiheit, die Benutzung des eigenen Eigentums. Ja, ich habe Eigentumsrechte in 14, 15 Grundgesetz, die ich als Gastronom, als Einzelhändler nicht aktivieren kann. Das Eigentum ist praktisch enteignet, nichts wert. Sie bekommen eine Geldstrafe von einem Credit wegen Verstoßes gegen das verbale Moralitätsstatut. Herr Scholz ist ja ganz ohne Maske direkt zum Rednerpult gekommen. Herr Schäuble musste ihm eine bringen lassen. Das zeigt auch, das hat eins gezeigt, die Szene. Für Herrn Scholz war die Maske gar nicht Teil seines Alltagsverhaltens geworden. Und ja, ich kann Ihnen sagen, aus meinen Beobachtungen im Bundestag, auch in den Ministerien, ist ja nicht so, dass wir alle brav zu Hause sind, wir Journalisten. Nein, das wird in den Ministerien großzügiger gehandhabt. Sie bekommen eine Geldstrafe von einem Credit wegen Verstoßes gegen das verbale Moralitätsstatut. Im Übrigen im Fernsehstudio auch, sind wir beide aus einem Haushalt, sind wir doch nicht alle. Hier sind mindestens 10, 15 Leute um uns rum. Das, was für die Kinder nicht gilt, ja, wird hier praktiziert. Das ist eine Zweiklassengesellschaft, das akzeptieren die Leute nicht. Oh, er ist ein Nazi! Schnappt ihn!